Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danny bei LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xeon. Jetzt verbeugt euch vor mir. Ja, in der letzten Folge haben wir die, ja, Weltensteine gesucht. Haben sie auch alle gefunden. Haben ein bisschen geshoppt, Ausrüstung aktualisiert und jetzt müssen wir zurück zum Schrein gehen, um das Ritual durchzuführen. Und bin ich hier richtig? Ja, ne? Ist richtig, ne? Du Songquest. Seitdem First Maxwell auf ihre Reise aufgebrochen ist, wurde der Weg zu ihrem Schrein von Monstern eingesucht. Wir Dorfbewohner können sie nicht länger ohne Hilfe in Schach halten. Werdet ihr uns helfen? Na klar. Die Monster tauchen als Herde in der nordöstlichen Region von Nyakera Geisterpfad auf. Vielen Dank für eure Hilfe. Eigentlich müsstet ihr das machen, verflucht. Hier, ich bin hier die verdammte Göttin. Ich bin eine Göttin. Göttin. Ich bin weiblich. So, bringen Sie zum Schrein. Da war doch. Sie war nicht da hingegangen. Aber wird schon nicht richtig sein. Ja, die hat doch gesagt, der Schrein ist hinter Nierkehrer, oder? Da. Okay, was genau soll ich hier machen? Ich soll die alle töten? Wow. Opfer beschaffe eine leere Höhle. Gruppe soll einen gläubigen Nierkehr eine Insektenhülse bringen. Das werde ich schon irgendwann schaffen. Eins von zwei? Die Älteste unserer Höhle. Drohung zu vernichten, die im Nordosten der Nierkehr Geisterpfad. So, erstmal haben wir hier wieder Monster. Neue Monsters! Nicht R1 und links. So, und ich werde hier immer wieder schreien, die meiste Zeit. Ja, das ist ihr Schreien und so. Zack, 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 zack. Aua, aua, aua. Aua. Kannst du es wagen? Warte mal, das ist ein Ding. Wie geil. Das sah aber ein bisschen komisch aus. Au, 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 au. Ich tue mir ja gar nichts mehr. Bin ich echt schon so stark? So. Nein. Wechseln wir mal so. Na, da ist ja, ich kann ein paar Kämpfe auslassen. Verdammt, ich will aber keine Kämpfe auslassen. Die machen voll Bock. Aber ist natürlich besser für das Let's Play, wenn ich jetzt nicht so viele Kämpfe mache. Ich habe zwei gefüllte Parts, wo ich nur kämpfe. Aber wenn hier neue Monster sind, dann kämpfe ich natürlich gegen die. Ups, Salah. Und mal gucken, wie viel Schaden wir überhaupt bekommen. Nicht viel. Nee, überhaupt nicht viel. Zack. Feuerball. Und zack, Scheibe. Dort können wir uns damit zwar heilen. Wenn ich hier. Ja, hey. Aber wir bekommen doch so viele Erfahrungspunkte, verstehe ich nicht. Egal. Wenn ich einen Heil habe, dann machen die Gegner bestimmt voll viel Schaden, weil ich dann jederzeit hochheilen kann. Die sind bestimmt noch so schwach, weil ich, naja, nicht offiziellen Heiler. Was bist du denn? Du kannst ja nicht solche Brocken auf einen schmeißen, wenn du dich noch nicht vernünftig wieder hochheilen kannst. Au, au, au. Oh, was? Da hab ich eine Schraube gemacht. Au, au. Zack. Und ich krieg jetzt aufs Maul. Jedes Mal, wenn ich sage, so einfach, dann krieg ich aufs Maul. Das ist ein Fakt. Verdammtes Videospiel-Karma.
Aber ich bin einfach zu gut, ich bin voller Pro, ja. Dann kann es auch liegen. Steh auf, Mann! Fall um! Steh auf! Fall um! Jo. So, jetzt einmal noch hier zurück. Oh, was bist du denn? Ein Peppit, oder? Ne, ein Chippy. Aua. Was für Kombos macht ihr beiden? Zack. 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 Macht aber auch wirklich ohne Ende Bock. Weiß ja nicht, wie das hier für die Zuschauer so ist, halt zu sehen. Ja, wenn man selber zockt, dann macht es richtig Bock. Auf jeden Fall mehr Bock als im Symphonia 2 und Tales of the Abyss. Und das sind Insektenlöse. Hä? Ich hatte schon 2? Jetzt habe ich 4? Aber, hä? Oh, eine Truhe. Ein Heilmittel dran. Jetzt wird die Truhe erst angezeigt. Da ist er mies. Ich hoffe, irgendjemand kann bald so eine Fähigkeit lernen, damit die Truhen angezeigt werden. Damit, ey. Mann. Oh, Kombo in der Luft. Zack. Zack, zack. Warte mal, hab ich nicht auch schon ein paar neue Dinger gelernt? Schimmerwirbel? Nö, ich dachte. Aua, aua, ey. Kommt doch von der Seite, verdammter. Luftschuss, Feuerball. Luftschuss. Luftschuss. Ja, Digimon. Luftschuss! Zack. Ihr bedroht hier mein Dorf. Ganz in den Hintern. Ja, ist sie. Ja, ist sie, Jude. So, und ich hoffe, ich bekomme mich so knapp vorm Ende des Parts Level up. Weil da muss ich schon wieder hasten. Und ich haste nicht gerne. So, soll ich schon weitergehen? Komm her, du Sack. Na, noch eine Insektenlöse. Ich hatte schon voll viele. So, ich hoffe, ich kann auch hier irgendwo. Oh, prüfen, prüfen, prüfen. Nein! Oh! Blöder Baum. Zack, zack, zack. Ey. Ich glaube, ich spinne. Au. Schade, in der Luft kann ich nicht aufladen. Das wäre ein bisschen schön gewesen. Ich frage mich, ob ich, wenn ich länger auflade, dann noch stärker wird. Nö. Oder? Weiß ich nicht. Ich hätte gerne so einen Balken oder so, wo man sieht. Aua, ey. You spin me round, round, baby, round, round. Was soll der Mist? Ich kann mich auch so drehen. Aua. Hätte ich mal in einen angefangen. Den hier. Bam. Das ist voll cool. Ja, ich amüsiere mich hier. So, was habe ich gesagt? Die Gegner sind einfach. Jetzt kriege ich schon wieder in den Hintern getreten. Ist ja klar, nach den ersten Kämpfen hier, da bekommen wir noch kaum Schaden. Jetzt haben wir schon, ich glaube, 4, 5 Kämpfe. Das sieht auch eng aus. Und wir laden Level ab. Oh. So, prüfen. Verrotteter Knochen. Werde ich mal am Anfang des nächsten Parts aufleveln. Und dann haben alle ein Level ab. Und geh weg! Dann habe ich eine bessere Übersicht. Was, Mann! Ich wollte gar nicht. Ich will doch gar nicht. Ich meine, ich will irgendwie schon. Irgendwie will ich doch kämpfen, aber ich kann nicht zu viele Kämpfe machen.
Mann. Und die AZs sind auch irgendwie immer anders. Kann das sein? Hat sie nicht normalerweise 6? Verstehe nicht. Ich bin verwirrt. Kann ich weiterspielen? Well done, Alvin. All in the line of duty. Naturally. Or I'll have you fired. Whoa, hey now. Ja. Na gut. Ja, ich bin noch so eben in dem Status, wo ich noch ein bisschen das Spiel kennenlerne. Ach, lass mich raten, ihr müsst die Viecher sein, gegen die wir kämpfen müssen. Ja, nein. Oh Gott. Dann würde ich doch schon mal hier vor dem Kampf die Lilienkugel aufleveln. Und zwar FP klingt nach nicht so einer schlechten Idee. Hier ist, glaube ich, eine neue Technik. Flammenring zu wirken oder das Fußzeug im Gegner und Leuchtbomben wegzukriegen. Ja. Nochmal mal das. Ach, verdammt, das hat nicht gereicht. Und TP gewinnen. Und danach bekommt man eine neue. Ach, dafür sind die gelben Kugeln da oben links. TP gewinnen, KP gewinnen. Ah. Da unter den Namen hier die Kugeln. Jetzt weiß ich, wofür die sind. Luftspannung. Vortreffer in der Luft. Geister, TP Maximum. Arrivederci. Was? Immer was können die Gegner dezimieren? Was? Arrivederci? Kombo-Erschöpfung. Ja, das ist diese eine Technik. Ja, dann gehe ich wahrscheinlich hier auf Arrivederci. So, aber erstmal Flammenring. Oh, das ist eine Dings. Eine Arcana-Art, glaube ich. Also. Nein, so. Denk mal testen. Na? Ich kann sie so nicht aufladen. Wie soll ich denn die so aufladen? Ich habe ein Problem, wie soll ich denn das machen? Aua, ach du Kacke. Könnte die mal ablenken? Ich muss ja kurz was ausprobieren. Aua, 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 aua. Geht weg, Mann. Geht weg. Erwin, hilf mir. Auf mir hinterher zu laufen. Aber ich verbrauche ja keinen TP, wenn ich das. Hey, wenn ich das so drücke, dann. Verdammt! Ich kann das nicht mit Dingens aufladen? Das ist gut, los und gehen wir nach. Dann ist es ja offensichtlich, was ich hier eigentlich mache. Mache ich Schimmerwirbel hier, das und das hier. Dann kommen die Techniken hier auf den rechten Analogstick. Und der Rest auf Kreis. Kann es sein, dass ich dazu aufladen kann. Verdammt, ich habe ja geändert. Cool. Noch schon den Kampf schaffen wir noch. Da ist ja noch einer. Gut. Double Level Up mache ich im nächsten Part. Zack. Einzelste aktualisieren und dann nehmen wir auch noch. Geisterart. Ah, okay. Ja, aber ich würde sagen, das war's dann von mir. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ob ihr wollt oder nicht. Ciao.